Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Vielleicht studierst du erst seit kurzem Medizin, vielleicht auch schon ein bisschen länger. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie lerne ich eigentlich richtig für mein Medizinstudium und möglichst effektiv, so dass ich die Sachen einmal lerne im Idealfall und dann auch langfristig behalte. Und wenn das dir so geht, dann bist du in diesem Video genau richtig, denn ich teile heute mit dir 3 Voraussetzungen für möglichst effektives Lernen im Medizinstudium. Und diese 3 Voraussetzungen wird dir kein Professor in der Vorlesung erzählen, dabei sind sie aber so grundlegend wichtig, damit dein Gehirn sich Dinge langfristig merken kann. Ja, und ich würde sagen, wir fangen auch gleich an mit Voraussetzung Nummer 1. Und Voraussetzung Nummer 1 ist so, so wichtig, und wir predigen das immer wieder in unseren Videos, in unseren Vorträgen, in unseren Workshops. Und zwar sind das Bilder. Unser Gehirn denkt in Bildern und nicht in abstrakten Fakten. Du kannst dich, wenn du magst, einfach mal selber beobachten, einen Tag lang, was da alles so aufploppt an Gedanken. Und häufig tauchen da irgendwelche Bilder auf, irgendwelche Szenen. Und vielleicht hast du es auch schon gemerkt, wenn du dir irgendwelche abstrakten Fakten merken möchtest, irgendwelche Biochemie-Kreisläufe oder irgendwelche Zahlen oder abstrakten Begriffe, dass es nicht so gut reingeht ins Gedächtnis. Und woran liegt das? Ja, unser Gehirn mag abstrakte Fakten einfach nicht so gerne. Es denkt eher in Bildern und mag Bilder und kann sich Bilder eben auch viel, viel besser einprägen als irgendwelche abstrakten Fakten. Und deshalb Voraussetzung Nummer 1, lerne mit Bildern. Und wie kann das jetzt konkret aussehen? Wenn du zum Beispiel Anatomie lernst und den Humerus lernst, dann merkst du dir nicht den Begriff Humerus, sondern dann übersetzt du das in ein Bild, zum Beispiel in einen Hummer. Das klingt ja so ähnlich. Oder die Clavicula wird dann zum Klavier, klingt auch so ähnlich. Oder in Biochemie merkst du dir nicht die abstrakten Fachbegriffe wie Citrat, Oxalacetat und wie sie alle heißen, sondern du übersetzt sie in Bilder. Das Citrat wird dann zum Beispiel zur Zitrone. Das ist gleich, da hast du gleich ein Bild vor dem inneren Auge, wenn ich das sage. Da siehst du wahrscheinlich gleich eine Zitrone. Und wenn ich dir nur Citrat sage, dann löst es vielleicht erstmal nichts innerlich bei dir aus. Und das Oxalacetat zum Beispiel, das ist bei uns dann immer ein Ochse. Und solche Dinge, die kannst du dir eben viel, viel besser vorstellen als nur diese abstrakten Fachbegriffe. Und wenn du das so machst, wenn du deine Fakten in Bilder umwandelst, dann wirst du sehen, wirst du dir viel, viel leichter tun beim Auswendiglernen, weil die Sachen einfach viel besser hängen bleiben, wenn du dir sie als Bilder merkst, anstatt zu versuchen, ja, durch stupides Auswendiglernen und durch tausendmal durchlesen und wiederholen, diese abstrakten Fakten irgendwie in deinen Kopf zu hämmern. Und wenn du vielleicht schon in der Klinik bist oder jetzt in die Klinik kommst, dann kannst du das natürlich weiter so machen. Dann werden eben die einzelnen Krankheiten und die einzelnen Medikamente in Bilder erstmal übersetzt, bevor du versuchst, sie dir zu merken. Die Beta-Blocker werden dann zum Beispiel zum Bett oder zu einem betenden Mönch. Also da kannst du deiner Fantasie ja völlig freien Lauf lassen. Und am besten ist es wirklich, du nimmst die Assoziationen, die dir zuerst kommen. Denn wenn du die nimmst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass du dich später in der Prüfung wieder zurückerinnerst an das jeweilige Bild und auch an das, was dieses Bild für dich bedeutet. Und genau das setzen wir auch in unseren Lernpaketen um. Vielleicht kennst du sie schon. Wenn nicht, schau vorbei auf www.happyhippocampus.com. Wir bauen da für dich Gedächtnispaläste und Merkhilfen und die strotzen einfach vor Bildern. Also da wird dir nichts Abstraktes über den Weg laufen. Wir haben das nämlich alles in bunte, einprägsame Bilder und Gedächtnispaläste und Geschichten verpackt. Und die Idee ist eben, dass du diese Videos anguckst, du klickst auf Play, schaust sie dir an und danach kannst du wirklich den Stoffwechselweg oder die Arterie. Und ja, den Rückmeldungen zufolge, die wir kriegen von unseren Nutzern und Zuschauern, ist es auch häufig der Fall. Und manchmal hören wir sogar, oh Mann, jetzt habe ich dieses Citratzyklus-Video geguckt und jetzt werde ich den ja nie wieder vergessen, den Citratzyklus. Und ja, genau das kann halt passieren, wenn du mit Hilfe von Bildern
und mit Hilfe von Gedächtnistechniken lernst, dass du die Sachen nicht mehr aus dem Kopf bekommst, ob du willst oder nicht. Und ja, genau das versuchen wir eben umzusetzen in unseren Lernpaketen. Also, wenn du sowas gebrauchen kannst, im Moment haben wir vor allem Merkvideos für Biochemie und auch einzelne für Anatomie, dann schau auf jeden Fall vorbei auf www.happyhippocampus.com. Und hier auf unserem YouTube-Kanal findest du ja auch schon ganz viele kostenlose Merkvideos. Schau dich da einfach mal um und schau, ob da was für dich dabei ist. So, jetzt kommen wir zur Voraussetzung Nummer 2 für möglichst effektives Lernen im Medizinstudium. Und Voraussetzung Nummer 2 ist das Lernen mit Sinnen. Jetzt fragst du dich vielleicht, hä, was, wie? Ich will doch den Lernstoff irgendwie hier reinbekommen. Was hat das jetzt mit Sinnen zu tun? Was meinst du jetzt damit? Und ja, ich will es dir jetzt mal erklären. Zu unseren Sinnen gehört ja das Riechen, das Sehen, das Hören, das Schmecken. Irgendeinen habe ich noch vergessen. Das Spüren, genau. Und wenn du diese Sinne einbaust beim Lernen, dann machst du es deinem Gehirn noch mal leichter, sich die Dinge schneller und langfristiger einzuprägen. Das bedeutet, wenn du jetzt den Humerus in den Hummer übersetzt hast, also in das Bild des Hummers, dann ist es damit noch nicht getan, sondern dann stellst du dir jetzt auch diesen Hummer wirklich gut vor. Stell dir vor, wie der aussieht, wirklich vor deinem inneren Auge. Stell dir den vor, so einen riesigen Hummer. Und also dann haben wir das Sehen, den Sinn des Sehens dabei. Und dann stellst du dir vor, wie der vielleicht mit seinen Scheren klappert und wie das klingt. Und bei der Zitrone zum Beispiel, die fürs Zitrat steht, da stellst du dir auch so eine riesige, gelbe, saftige Zitrone vor. Und vielleicht auch, wie die riecht. Dann hast du das Riechen mit eingebaut. Und dann vielleicht auch, wie die schmeckt, die du hineinbeißt. Und vielleicht läuft dir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Und ja, wenn du diese Sinneskanäle möglichst intensiv einbaust, dann wirst du dir die Dinge auch viel schneller und besser merken. Und es kann sein, dass es am Anfang ein bisschen eine Überwindung ist und dass man sich dann ein bisschen dazu motivieren muss, sich die Sachen wirklich gut vorzustellen. Und es ging und geht mir genauso und es geht wahrscheinlich jedem so. Aber ich kann dich wirklich nur ermutigen, versuch dir die Sachen möglichst gut vorzustellen, wie die aussehen, deine Bilder. Wie gesagt, wie sich das vielleicht anfühlt, die Zitrone, wie das riecht, wie das schmeckt. Und genau, dann machst du es deinem Gehirn nochmal leichter, auch wenn es vielleicht am Anfang erstmal eine Überwindung ist. Und ja, das führt uns jetzt auch zu unserem dritten Punkt, zur dritten Voraussetzung, die ein bisschen auch ja, kombinierbar ist sozusagen mit dem Punkt der Sinne. Und zwar sind es die Emotionen. Lerne mit Emotionen. Das ist so wichtig, ich kann es nicht genug betonen, weil wenn du Emotionen einbaust beim Lernen, also ganz egal, ob das jetzt irgendwie ja, lustige Emotionen sind ob du denkst, oh, das ist aber seltsam oder ob es irgendwas Brutales ist oder irgendwas Erotisches. Das ist ganz egal. Am besten ist, du findest da für dich selber raus, welche Emotionen für dich am besten funktioniert. Und wenn du das eben machst, wenn du Emotionen einbaust beim Lernen und wenn du es wirklich intensiv machst, dann kann es gut sein, dass du die Sachen einmal dir nur anschauen musst und ja, wenn du die Emotionen intensiv genug erlebt hast, dann kann es sein, dass du die Sachen sofort im Langzeitgedächtnis hast. Und ja, woran liegt das? Die aktuelle Gehirnforschung sagt auch, Emotionen sind wie Dünger für unser Gehirn. Wenn du Emotionen spürst, wenn du Gefühle spürst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich neue Synapsen bilden in deinem Gehirn, viel größer, als wenn du einfach so versuchst, den Text durchzulesen und nochmal durchzulesen und vielleicht fast einschläfst dabei. Das ist ja auch total logisch irgendwie. Genau, also das besagt die aktuelle Gehirnforschung. Und ja, das rührt natürlich auch von unserer Evolution her. Emotionen, die signalisieren uns, ja, dass irgendwas total wichtig ist. Also die waren ja früher wie unser Kompass. Wenn da der Säbelzahntiger war und wir eine riesen Angst hatten, Lebensangst vielleicht sogar, dann
Ja, dann hat es uns gezeigt, oh shit, es ist jetzt wichtig, dass wir rennen und zwar schnell. Und genau, also egal welche Emotion es ist, das kannst du eben auch beim Lernen einsetzen und zeigst so deinem Gehirn, deinem Körper, das ist jetzt wirklich wichtig, was du da lernst und erleichterst es eben deinem Gehirn auch neue Synapsen zu bilden. Und du kannst das Ganze ja auch mal bei dir überprüfen, wenn du mal zurückdenkst in deinem Leben und überlegst, an welche Momente, an welche Ereignisse du dich so richtig gut erinnern kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es irgendwelche emotionalen Ereignisse waren. Also zum Beispiel die bestandene Abi-Prüfung, als du das Ergebnis in den Händen gehalten hast und rausgegangen bist und gedacht hast, ja, ich habe es geschafft. Oder vielleicht als du das erste Mal verliebt warst oder deinen ersten Kuss hattest. Das sind ja Momente, die wir häufig nie wieder vergessen und die sich uns so gut einprägen in unser Gedächtnis. Und ja, das waren jetzt die drei Grundvoraussetzungen, die ich dir wirklich empfehlen kann und mit an die Hand geben möchte für dein Lernen im Medizinstudium. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, das macht alles Sinn, aber wie genau wende ich das jetzt an? Und die Idee ist natürlich, um dein Lernen maximal effektiv zu machen, dass du diese drei Voraussetzungen jetzt in Kombination mit Gedächtnistechniken anwendest. Und das können die verschiedensten Gedächtnistechniken sein. Die ich dir natürlich ans Herz lege, meine Lieblingsgedächtnistechnik, die wirklich so genial funktioniert und mit der du dir so viele Dinge in kurzer Zeit und auch noch langfristig merken kannst, das sind natürlich die Gedächtnispaläste bzw. die Loki-Methode. Wenn du noch nicht weißt, was das ist, dann schau hier auf unserem Kanal Happy Hippocampus. Wir haben da eine eigene Playlist. Wir haben ganz viele Videos aufgenommen, wo ich dir Schritt für Schritt an die Hand gebe, wie du dir Gedächtnispaläste bauen kannst und wie du diese Technik für dich anwenden kannst. Und du kannst aber natürlich auch andere Gedächtnistechniken anwenden, wie zum Beispiel die Geschichtenmethode, Akronyme, die Schlüsselwortmethode. Und ja, schau auch da auf unserem Kanal. Wir haben zu all diesen Techniken Videos, wo wir dir erklären, wie du das anwenden kannst für dein Medizinstudium. Und ja, wenn du schon mal dabei bist, dann abonniere am besten auch gleich unseren Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Klick auf das Glöckchen. Das Gute ist nämlich dann, dass du immer benachrichtigt wirst, wenn wir neue Videos veröffentlichen. Und wenn du nun mit Hilfe von solchen Gedächtnistechniken lernst, dann ist eben die Idee, dass du diese drei Punkte mit einbeziehst, nämlich Bilder, Sinne und Emotionen. Und du kannst es natürlich aber auch einfach so versuchen. Du kannst versuchen, diese drei Punkte, die ich dir jetzt mitgegeben habe, auch einfach so in dein Lernen zu integrieren. Deiner Kreativität sind ja da überhaupt keine Grenzen gesetzt. Und schreib uns da auch wirklich voll gern in die Kommentare, wie du diese drei Voraussetzungen anwendest und wie das für dich funktioniert. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ja, und falls dir der Aufwand jetzt so groß ist, da selbst Gedächtnistechniken anzuwenden, dir selbst Gedächtnispaläste zu bauen, dann schau wie gesagt vorbei auf www.happyhippocampus.com. Wir servieren dir die Gedächtnispaläste schon auf dem Silbertablett in Form von Merkvideos. Du musst nur noch auf Play klicken. Und ja, die Idee ist, dir da einfach diese Hürde abzunehmen und dass du maximal effektiv lernen kannst, egal ob du diese Techniken jetzt kennst oder anwenden kannst oder eben nicht. Und jetzt würde mich noch interessieren, wendest du diese drei Voraussetzungen, also Bilder, Sinne und Emotionen, schon in irgendeiner Form an bei deinem Lernen im Medizinstudium oder bei deinem Lernen allgemein? Und schreib uns das gerne hier in die Kommentare oder auch unter unseren heutigen Post auf Instagram. Und ja, ich bin gespannt, ob du diese drei Faktoren vielleicht schon anwendest, vielleicht auch ganz unterbewusst. Und ja, ich würde mich freuen, von dir zu hören. Dann mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!